Die Plattform Twitter heißt nicht mehr Twitter. Wer hat sie umbenannt? Elon Musk. Und genau über den schauen wir uns jetzt ein Video an. Weil Jules hat ein Video über ihn gemacht und sagen wir so, Elon Musk macht sehr interessante Dinge. Wenn wir es einfach mal nett ausdrücken, interessante Dinge. Und ich dachte mir, das ist ein Jules-Video. Jules-Videos sind immer gut. Let's watch it, right? Elon Musk ist der reicheste Mann der Welt. Vor vielen tausenden Jahren, vor der Erfindung des Geldes, haben Menschen angefangen, die verschiedensten Dinge miteinander zu handeln. Hey, für 2 Kühe kriegst du meine 2 Kamele. Und für 20 Kühe kriegst du dieses Bild, was ich auf eine Steintafel geritzt habe. Irgendwann gab es jedoch das Problem, dass jemand... Waren das die ersten NFTs? Nee, warte, NFTs sind was anderes. Das haben wir in dem NFT-Video gelernt. Egal! Und keine Kamele mehr brauchte. Du, ich habe schon 30 Kamele. Und so machte man aus Kupfer... Aber ich wollte mehr Kamele haben. Du kannst nie zu viele Kamele haben. Wer hat jemals gesagt, dass du zu viele Kamele haben kannst? Hallo? Eisen oder andere Materialien, kleine Münzen, der man einen Warte, haben sie wirklich Pup genutzt? Bestimmten Wert gab. Sonst. Und so, ungefähr, wurde Geld erfunden. Und ab diesem Zeitpunkt gab es immer eine Person auf der Welt, die von allen Menschen am meisten Geld besaß. Und das Geld nahm über die nächsten Tage... Ja, natürlich, weil die Menschen, keine Ahnung, der Mensch hat schon immer danach gestrebt, das meiste zu besetzen, denke ich. Auch schon damals, als es Jäger und Sammler gab. So, der Mensch war immer so geil. Also okay, bei Jäger und Sammler war der Mensch wahrscheinlich noch sehr darauf bedacht, so, I want to live, please let me live. Aber ich denke schon, dass die Leute sich damals schon gedacht haben, geil, ich habe mehr Bären als Peter da drüben. Ich kann mehr essen als Peter da drüben. Das sind alleine meine Bären. Oder, schaut euch dieses Mammut an. Das habe ich ganz alleine erlegt. Und ich muss es ja Peter nicht erzählen. Dann kann ich das ganz alleine für mich essen. Und wenn Peter dann gestorben ist, dann haben sie Peter gegessen. Armer Peter, Ruhe in Frieden. Tausenden Jahre immer verschiedenere Formen an. Und auch die Personen, die am meisten Geld hatten, veränderten sich. Und heute, im Jahr 2023, haben wir Mark Zuckerberg, hat Facebook gegründet, besitzt... Und da gab es noch diesen anderen Typen, die reichsten der Welt. Ich habe erst vor kurzem herausgefunden, dass es da noch so einen anderen Typen gab. Wartet mal. Reicheste Menschen der Welt. Weil es gibt Zuckerberg, es gibt Elon Musk und... War es Bernard Arnault? War das Arnault? I'm not sure. Wartet. Let me see. Elon Musk? Genau, Bernard Arnault. Wo die ganze Familie das Gesamtvermögen hat, Demi Dior und Louis Vuitton und sowas gehören. Aber Elon Musk hat die mittlerweile überholt. Der war nämlich das letzte Mal, als ich nachgeguckt habe, war er nämlich noch der reicheste Mann der Welt. Also beziehungsweise in der Liste, wo ich nachgeguckt habe, war er der reicheste. Die beliebteste Social Media Plattform der Welt namens Metaverse. Natürlich, wir alle nutzen Metaverse. Leute sind sich bei ihm nicht einig, ob er ein Roboter ist, eine Echse oder eventuell sogar beides. Er ist eindeutig ein Reptiloid. Roboter sehe ich nicht, er ist ein Reptiloid. You're human, and I was human. I am human. Hat seit Jahren schon diese Vollskin-Frisur und kann seine Mimik auf Kommando überraschend akkurat steuern. Bill Gates hat Microsoft gegründet. I don't know, aber Bill Gates ist mir von all denen am sympathischsten. Er verkauft sich zumindest sehr gut PR-technisch. Wird dafür beschuldigt, dass er Leuten Mikrochips ins Gehirn pflanzen will. Er verkauft sich trotzdem PR-technisch besser als die anderen. Eigene Hitman-Armee zu erschaffen. Und muss ganze 2 Minuten auf der Stelle stehen, um sich einen neuen Lamborghini leisten zu können. Und das Wichtigste, er kann über einen Stuhl springen. Is it true that you can leap over a chair from a standing position? Do it. Jeff Bezos. Alter, ob er das noch kann, da war er eindeutig jünger. Jeff Bezos hat Amazon gegründet. Sieht aus wie der nächste Bösewicht aus irgendeiner Sci-Fi-Serie. True. Jetzt fehlt noch die Katze. Es fehlt noch der Stuhl und die weiße Katze, die er langsam streichelt. Und möchte genauso wie Dr. Evil eine Rakete ins Weltall schießen, um auf dem Mond einen riesigen Amazon-Laser zu bauen. Und dann gibt es natürlich noch den allerreichsten. Du hast Bernard Arnault vergessen. Der mit den ganzen Louis Vuitton und Stuff. Ich weiß aber nicht, ich glaube, die halten sich relativ bedeckt im Gegensatz zu den allen. Wobei, ich weiß nicht, wie bedeckt sich Bill Gates hält, so, weil ich meine, von Jeff Bezos, Elon Musk und Mark Zuckerberg, da hört man halt schon ein bisschen mehr, glaube ich, also finde ich. Mann der Welt. Vielleicht...
Elon Musk. Elon Musk. Alter, eines Tages das ist Milch. Warum wurde die Milch so eingegossen? Ich habe keine Ahnung. Elon Musk genervt im Stau in Los Angeles und dachte sich, ich glaube, ich baue ein riesiges Tunneltransportsystem unter der Stadt und fing daraufhin einfach an zu graben. Dann hat er Cappies für sein Projekt verkauft und einige Zeit später wurde der Tunnel dann fertig gegraben. Warte, was? Das wusste ich nicht. Auf einmal fängt er an, Flammenwerfer zu verkaufen. Warte, ihm gehört The Boring Company? Ich habe davon noch nie gehört. Warum habe ich davon noch nie gehört? Außerdem, gib mir bitte den Flammenwerfer. Ich wollte schon immer einen Flammenwerfer haben. Alter, what the hell? Yeah, it's a terrible idea. Nachdem er 20... Nein, es ist nicht! Flamethrowers are amazing. ...tausend davon verkaufte, redete er auf einmal davon, den Mars mit nuklearen Atombomben zu befeuern. Und verkaufte tausende T-Shirts mit der Aufschrift Nuke Mars. Und noch ein paar Tage später befestigt er seine Tesla an der allerstärksten Rakete, die jemals auf dieser Welt gebaut wurde, und schießt ihn für Millionen von Euro in das fucking Weltall. Ja, wenn ich mir die reichsten Menschen so angucke, bin ich mir sicher, unsere Zukunft ist in sicheren Händen. Und doch für... Ich habe nichts davon mitbekommen. Alles, was ich über Elon Musk mitbekomme, ist momentan Twitter. Ich habe davor auch nicht so krass viel über ihn mitbekommen, außer dass er sein Kind halt so weird genannt hat. Aber das war's, glaube ich, auch. What the hell did he do? Oh mein Gott. Die Erklärung, wie es dazu kommen konnte, dass Elon Musk den Minecraft-Kreativmodus in Real Life auslebt. Und ja, welche verrückten so Sachen über die Jahre so passiert sind und noch passiert. Aber er nutzt halt auch Modpacks, ne? Zu ihrem Werden müssen wir zurück an den Anfang. Elon Musk, geboren und aufgewachsen in Südafrika, hatte ziemlich hart arbeitende Eltern. Really? Okay, I didn't know that. Ich habe gedacht, er ist gebürtiger Amerikaner. Wobei die meisten Medien sagen, dass sein Vater eine Smaragdmine besaß, was dafür sorgte, dass man sich geldtechnisch nie große Sorgen machen musste. Oh nein, es gibt schon wieder Smaragde zum Frühstück. Da tun mir immer die Zähne so weh danach. Elon Musk selber verneint das und bietet demjenigen, der die Existenz dieser Mine beweisen kann, 1 Million Dogecoins. Ich hab sie gef... Wie viel sind 1 Million Dogecoins gerade wert? Wartet, let me see real quick. 1 Million Doge... Weil ich glaube, Dogecoins sind mittlerweile nicht mehr so viel wert. Dogecoins... In Euro. Oder sind die mittlerweile wieder, oder sind die immer noch viel wert? Oh ja, doch, okay, 58.640, das ist doch aber für ihn nichts. Na, das ist für ihn noch nichts. Traurig, so eine kleine, so. Das sind für ihn noch Peanuts, könnte auch mehr bieten. Punkt. Relativ früh programmieren gelernt und das Videospiel Blaster entwickelt. Und mit 10 Jahren in seiner Schule eine Treppe runtergeschubst worden. Und wahrscheinlich bekam er ab dem Moment die Idee, die grausame Erde zu verlassen und den Mars besiedeln zu wollen. Scheinbar. Aber dazu vermutlich später mehr. Mit 17 zog er nach Kanada, meldete sich bei der Uni an und verließ sie in studentischer Manier nach ganzen 2 Tagen wieder. Weil er doch lieber das Softwareunternehmen Zip2 gründen wollte. Die Firma dann für... What? Ja, nach 2 Tagen. Ne, Uni ist nichts für mich. Goodbye. Also ich meine, er hat es ja geschafft trotz dessen, aber kann man mal machen. 22 Millionen Dollar. Währenddessen, ich bin hier seit 2019 am Studieren und denke mir so, I just wanna be done. I love what I'm studying, but I just wanna be done. Dollar verkaufen und bumm, Elon Musk ist Millionär. Alter, what the hell? This is definitely very cool. Oh mein Gott, warum sieht er da älter aus als jetzt? Ist der einfach reverse gealtert oder was? Gründet daraufhin die... Es ist die Frisur und die Klamotten, ich weiß, aber trotzdem. Seite x.com, die nach langem Arbeiten und PayPal.com wird. Und 2002 erhält er dadurch den Verkauf der heute sehr bekannten Bezahlplattform 180 Millionen Dollar. Und ab hier wäre für die meisten das Leben bereits erfolgreich abgeschlossen. Der Mainquest ist erledigt und zwar fucking reich sein. Aber nein, Elon Musk entschied sich nach dem Mainquest noch über die nächsten Jahrzehnte jedes andere fucking Achievement auf dieser Welt abzuschließen. Zahlreiche Raketen in das All schießen, selbstfahrende Autos herstellen, daran arbeiten, den Menschen zum Cyborg zu transformieren, Roboter entwickeln, die Menschen ersetzen sollen. Damals in allerersten Semester.
Semester in der Biologievorlesung angesehen und die sind halt so, wir waren alle so, oh mein Gott, no, don't do that, don't hit it, please. Als Wario verkleidet in einer Fernsehshow auftreten. Lol, was? Mit zahlreichen Kindergebären, von denen er eins so genannt hat wie ein fucking Passwort. Da. Hallo, mein Name ist... Den Kryptomarken... Am Ende spricht man den Namen irgendwie Jay aus oder so. ...einer lustigen Hundewährung manipulieren. Dogecoin. Einen Gastauftritt in Iron Man 2. Einen Tunnel bohren und daraufhin Minecraft als Caption tweeten. Parfüm verkaufen. I stimulated my penis. Explosion. Ziegelsteine verkaufen, aus den restlichen Ziegelsteinen einen Turm bauen. Ich furze auf euch, ihr Schweinepriester! Einen Rap-Song rausbringen, Joe Rogan Podcast. Yo, what, you're gonna hop on my car. Explosion. Ja, vielleicht sollten wir uns doch mal genauer angucken, was der reichste Mann der Welt mit seinem Geld alles so gemacht hat. Hat vieles gemacht. 2003 investierte Elon Musk von seinen 180... Aber Dagobert Duck würde ich ihn nicht nennen. Dafür gibt er das Geld zu viel aus. Millionen Dollar, ganze 70 Millionen in die bis dahin schon existierende Firma Tesla. It's all electric and fast. Ah, tatsächlich, ich dachte irgendwie, dass er die gegründet hat. Ich bin bescheuert. Ich bin sehr bescheuert. Bitte, 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 bitte. It's called Rocket Ride. Moderne Elektroautos, die seit Jahren schon unsere Straßen bereichern. Der Firmenname Tesla kommt logischerweise von dem Clash of Clans Tesla-Gebäude. Und die Autos können seit ein paar Jahren schon teilweise sogar von alleine fahren. Wobei jedoch der komplette Autopilot noch nicht ganz ausgereift ist. Oh, ein Kind. Tot. Oh, noch ein Kind. Ja, ich glaube, das ist kein Problem, wenn Leute beim Fahren einschlafen. Bitte schlaf nicht beim Fahren. Please never do that. Please, und einfach please, die Kontrolle please, please, dem Auto please. Überlassen. Und in jedem Auto ist ein Zentralbildschirm eingebaut, auf dem man die neuesten AAA-Spiele spielen kann. Und endlich in Cyberpunk 2077 sein Auto crashen kann, damit das Spiel danach crasht, um danach sein Auto nochmal in Real Life zu crashen. Dann gibt es noch den Tesla Cybertruck, der so... Ja, das Ding sieht ja sowieso... Das Ding habe ich auch schon mal gesehen. Das sieht einfach zu wild aus. Außen, als hätte man die Grafikeinstellungen von einem modernen Auto einfach mal ein bisschen runtergeschraubt. Ja! Oh mein Gott. Oder als hätte ein 8-Jähriger das Design in Windows Paint entworfen. Ich glaube, das kann sogar ich. Das könnte sogar ich so designen. Und ich habe absolut keine Fähigkeiten. Außerdem kommt der Truck mit eingebauten, unzerstörbaren Scheiben. Sind sie wirklich unzerstörbar? I doubt it. I doubt it. I doubt it. I doubt it. Oh my fucking God. What did I say? Well... Maybe that was a little too hard. Dieser Mann liebt diesen Track sogar so sehr, dass er ihn oh als fucking Schuh trägt. Und dann gibt es noch nein, die anderen... Nein, das sieht so unbequem aus. Tesla-Modelle. Und wenn ich mir vor Augen führe, dass alle Tesla-Modellnamen zusammen das Wort sexy cars ergeben, vergesse ich manchmal, dass das immer noch der reichste Mann der Welt ist und nicht irgendein trollender Reddit-User. Der Tesla-Bot. Ein 1,72 Meter großer Roboter, der in den kommenden Jahren den Menschen zahlreiche Arbeit abnehmen soll. Das ist eher scary als cool. Das ist einfach nur gruselig. Das ist nicht cool, das ist einfach nur gruselig. It's intended to eliminate dangerous, repetitive and boring tasks. You can run away from it. Von repetitiver Arbeit, wie zum Beispiel am Fließband stehen. Ich hasse meinen Job. Gefährliche Arbeit, wie zum Beispiel eine Bombe entschärfen. Oder einfach... Ich find's trotzdem gruselig. Ich find das einfach nur gruselig. Ich find das nicht cool. Nur schwere Arbeit, wie zum Beispiel Diamant 5 in League of Legends erreichen, ohne einen Nervenzusammenbruch zu kriegen. Das ist nicht cool. Soll dieser Roboter schon in ein paar Jahren den Alltag der Bevölkerung bereichern? It is expected to cost much less than a car. So, I would say probably less than $20,000. Er soll außerdem Einkäufe für einen erledigen oder einfache Haus... Nee, nee!
Nee, bitte nicht, bitte nicht. Das ist nur gruselig. Das ist nicht cool, das ist einfach nur gruselig. Als Arbeiten für die Menschen ausführen. Nein, und wenn man ist ein bisschen in die Zukunft blickt, könnte man sich hier eventuell ein paar Fragen stellen. Wie zum Beispiel, was, wenn ein Tesla-Bot gehackt wird und daraufhin kriminell wird? Woher soll die Polizei wissen, welcher Tesla-Bot letzte Nacht das Altersheim angezündet hat? Hey, Officer, es war dieser hier. Was, wenn ich mit meinem Tesla-Bot meine Freundin besuche und der Tesla-Bot sich bereits automatisch mit dem WLAN-Router verbindet? Was passiert, wenn der Tesla-Bot, anstatt meine Einkäufe zu erledigen, einen anderen Tesla-Bot kauft, der die... Das sind alles Fragen, die mir einfach nur Angst machen. Genau deswegen finde ich solche Bots gruselig. Also ich meine, im Endeffekt ist die Idee davon richtig, richtig cool, aber nein. Einfach nur nein. Habe ich schon nein gesagt? Ja, habe ich. Warte. Jetzt müsste ich eigentlich nein sagen, aber ich habe schon nein gesagt, also muss ich ja sagen. Egal. Oh mein Gott. Die sind dann auf. Aber es ist so gut mal wieder geschnitten. I can't. Wie findest du die Zeit dafür? I don't get it. How can you be so awesome at... Ich glaube, ganz ehrlich, Jules, ich weiß, dass die ganzen Videos immer gelb sind. Du wirst das hier nie hören, aber egal. Ich weiß, dass die ganzen Videos gelb sind, ne? Mach bitte einfach einen Schnittkurs. Alter, ich würde den so kaufen. Ich würde den so kaufen, den Videoschnittkurs. Wenn du einen Video-Editing-Kurs machen würdest, Alter... Take my money. Baut und dieser Tesla-Bot kauft wiederum einen Tesla-Bot, der einen Tesla-Bot aufbaut und diese Tesla-Bots kaufen dann daraufhin alle einen Tesla-Bot. Oh mein Gott, alle Menschen werden sterben. Gebt uns eure V-Bucks. Ich kann es jetzt schon kaum erwarten, ein Teil der Anti-Tesla-Bot-Verteidigungseinheit zu werden und mir einen ich könnte das nicht, ich bin einfach unfähig. Bisschen Kampf mit den Tesla-Bots zu liefern. Boston Dynamics arbeitet auch schon an Robotern. Was passiert, wenn sich mein Tesla-Bot mit einem anderen Roboter prügelt? Was passiert, wenn zwei Roboter Liebe machen? Was, wenn mein Tesla-Bot absolut scheiße in League of Legends ist und ich Silber Hardstuck bleibe? Was, wenn ich Counter-Strike spiele und der Tesla-Bot in meinem Gegnerteam ist? Dann bist du tot. Du hast einfach keine Chance, okay? Am Tesla-Bot wird konstant gearbeitet und er soll bald für gerade mal $20,000 erwerbbar sein. Doch ich glaube, wir haben alle genug Filme gesehen, um zu sehen, wie das enden könnte. Aber wahrscheinlich wird sich all das eh noch um ein paar Jahre verzögern, denn immerhin ist der Erfinder davon die gleiche Person, die 69 420 und Gay Furry Porn Memes auf Twitter postet. Seit 2019. Das Ding ist halt, er ist halt trotzdem Smart Businessman. So, ja, meine Vermutung ist halt auch tatsächlich immer noch, dass er Twitter damals nur gekauft hat, um es jetzt kaputt zu machen. Ist ja immer noch meine, es ist halt immer noch meine Idee. Kreisen durch die Firma Starlink zahlreiche Satelliten um die Erde und sorgen dafür, dass man mit Hilfe eines kleinen Starlink-Terminals auf der Erde überall Internet empfangen kann. A monumental day in history for the Vanlife Gaming Community. Normale Glasfaserleitungen erreichen schließlich nicht jeden Ort auf der Erde, wohingegen man mit den kleinen Terminals von wirklich überall einwandfreies Internet bekommen kann. I'm playing Fortnite with this view right here. Und die Satelliten. Okay, das ist schon geil. Aber sowas wird niemals, also okay, bis das in Deutschland ankommt, es wird noch ewig dauern. Lassen sich sogar abends am Sternhimmel erblicken. Falls ihr also mal eine schlangenlinienartige Sternformation seht, sind das wahrscheinlich Satelliten, die dafür sorgen, dass irgendjemand am Nordpol Counter-Strike spielen kann. Starlink-Satelliten laufen eigentlich relativ stabil. Doch Unwetter gibt es auch im Weltall. I am not inside a fusion reactor. Und so wurden 2022 40 Satelliten von einem geomagnetischen Sturm getroffen und flogen wieder zurück in die Atmosphäre der Erde. Those are comets. It's like a series of comets. Whoa. Ich bin
einfach nur, wie zum Teufel, oh mein Gott, das heißt, wir sind Sword Art Online in Real Life Einstieg näher gekommen. Hast du natürlich, ich komme, ein Reddit-Nutzer aus r/Elon Musk. Ich bin einfach nur, ich habe nichts davon mitbekommen, was zum Teufel ist das, warum ist das? This is scary to me, this is just scary, what the heck? Ich habe nichts davon mitbekommen, wie? Okay, also, ich bekomme nicht viel mit, das muss ich auch dazu sagen, aber wie kann es sein, dass solche Dinge so krass an mir vorbeiziehen? How? Was ist Guckt das? Euch dieses Video Was von einem Affen es? An, der mit einem Controller diese gelben Boxen anklickt. Ist ein Alles scheint Affe. Relativ normal. Und das Ding ist nur, der Controller ist nicht eingesteckt. Dieser Affe steuert den Computer mit seinem fucking kleinen Monkey Brain. Nun, Elon Musk ist tendenziell eher besorgt, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Was? Jedoch sind er und viele Forscher sich einig, dass es für uns alle am schlausten wäre, anstatt gegen die künstliche Intelligenz zu kämpfen oder sie gar ganz abzulehnen, ChatGPT deine Mutter, sich in den kommenden Jahren mit ihr zu vereinen. Iron Man, yeah. Udu. Ganz nach dem Motto, wenn du sie nicht besiegen kannst, schließ dich ihnen an. Und bereits heute werden schon die ersten Roboterarme nur durch die Gedanken gesteuert. Aber auch das Handy, mit dem wir durch das Internet scrollen, ist schon die erste Symbiose zwischen Mensch und Maschine. Nur sieht die nicht so cool aus wie irgendwelche Roboterarme. Und seine Firma Neuralink arbeitet eben genau an sowas. Ein kleiner elektronischer... Also an sich ist es halt geil, weil überlegt mal, wenn, also hier für Leute, die halt eine Prothese haben... So, die Leute, die halt so eine Prothese haben, für die ist das halt amazing, aber es macht mir auch einfach nur Angst alles. Chip wird in einer sehr einfachen Operation in den Kopf eingepflanzt und interagiert dabei mit den Signalen des Gehirnes. To control his paddle on the right side of the screen, Pages simply thinks about moving his hand up or down. Dadurch können zum Beispiel Leute, die paralysiert sind, sich wieder bewegen. Und das ist halt schon geil. Die ganze Krankheiten könnten geheilt werden. Blinden Leuten würde so das Sehen wieder ermöglicht werden. Even if someone has never had vision ever, we believe we can still restore vision. Und dieser technische Fortschritt ist gar nicht mal so viele Jahre entfernt. Die ersten Versuche an Menschen, die einen Chip in ihren Kopf gepflanzt bekommen sollen, haben bereits begonnen. Neuralink findet laut Elon Musk aber auch seinen Platz in anderen Anwendungsbereichen. Man wird per einfachem Knopfdruck komplette Sprachen und Wissenspakete aus dem Internet herunterladen können. Erinnerungen lassen sich speichern oder sogar verschicken. You could upload, you could basically store your memories as a backup. And ultimately you could potentially download them into a new body or into a robot body. The future is gonna be weird. Anstatt Spiele mit einem VR-Headset zu spielen, wird man komplett in Spiele eintauchen können und sie vollständig live erleben. Das will ich nicht. Ich habe ja noch nicht mal VR gespielt. Ich habe ja sogar schon ein bisschen Angst vor VR. I mean, ich verstehe, dass Menschen das wollen. Aber das ist einfach nur gruselig. Oh mein Gott, vor allem, wenn du dir halt sowas vorstellst wie so einen Bär, der dich zerfleischen würde. What the hell? Und ich kann mir gar nicht vorstellen, was dabei schiefgehen könnte. Wenn du im Spiel stirbst, stirbst du in Real Life. Leute, ich kann mich nicht mehr ausloggen. Man wird Filter für sein Auge aktivieren können oder verbundene Geräte nur mit den Gedanken steuern können. Musik, die man durch den Chip in seinem Kopf abspielen kann. Wow, endlich mehr Stimmen in meinem Kopf. Direkte Kommunikation mit anderen per Telepathie. Die Möglichkeiten sind wirklich grenzenlos. Doch auch hier... Oh mein Gott, warum gucke ich mir dieses Video an? Ich kriege Panik. Da können sich eventuell einige Fragen für die Zukunft stellen. Was passiert, wenn der Chip mal nicht richtig funktioniert? Laufen dann Menschen durch die Straßen und werden auf einmal zur Half-Life Ragdoll? Sorry, ich kann heute nicht ab. Ich habe wieder einen fucking Glitch. Oh mein Gott. T-Posing, T-Posing, T-Posing. Warum höre ich seit dem neuesten Update nicht auf zu T-Posen? Was ist, wenn mein Neuralink-Chip gehackt wird und irgendein Troll eine 10 Stunden Metal Pipe Falling Videoversion in meinem Gehirn loopt, obwohl ich eigentlich schlafen möchte? Wird Werbung in meinem Kopf angezeigt? Denn falls ja, dann werde ich wahrscheinlich sofort von einem naheliegenden Hochhaus springen. Oh mein Gott,
Ich habe noch gar nicht an die Werbung gedacht. Ich habe noch gar nicht daran gedacht, dass man der theoretisch dann... Oh mein Gott, I didn't think about that. Never. Hey, wie geht's dir heute? Alles klar bei dir? Rage Shadow. Oh, ich habe wahrscheinlich einfach nur vergessen, Adblocker fürs Gehirn zu installieren. Wow, ich kann die Zukunft kaum erwarten. Ich habe einen Elon Musk kritischen Tweet verfasst und aus irgendeinem Grund kann ich seit heute Morgen meinen Arm nicht mehr bewegen. Und warum kommt dieser Starlink-Satellit am Himmel immer näher auf mich zu? Was, wenn in ein paar Jahren 30% der Bevölkerung diesen Chip in ihrem Kopf haben und Elon Musk auf einmal meint, den roten, den leuchtenden Knopf zu drücken? Ich sehe auch jetzt schon den schwarzen... Ich kann einfach absolut nichts dazu sagen. Es ist erstens sowieso zu gut geschnitten, aber zweitens... Bitte, oh mein Gott, dieser Chip macht mir Angst, mir macht alles Angst, mir macht der Roboter Angst, mir macht der Chip Angst, mir macht alles Angst. Oh Gott. Abzmack für Erinnerungen, die verkauft werden. Hier, diese Erinnerung kostet 5000 Euro und war auf den höchsten Bergen der Welt. Und diese Erinnerung hat 5 Stunden lang durch High-Quality-Pepe der Frosch-Memes gescrollt. Und ob wir es wollen oder nicht, aber das wird die Zukunft. Und die nächsten 20 Jahre Neurowissenschaften werden auf alle Fälle sehr, sehr spannend. Und bevor wir zu seinen 2 größten Werken kommen, gibt es erstmal Werbung. Das sind nicht seine größten Werke. Ich bin am Überlegen, ob ich seine größten Werke kenne, weil bis jetzt habe ich von diesen 2 anderen Sachen noch nichts gehört und ich bin jetzt so im Nachhinein eigentlich relativ glücklich, dass ich einfach nichts gehört habe, weil es macht mir einfach nur Angst. Was zum Teufel? Also ich meine, das ist insgesamt, ja, das ist die Technologie, die Zukunft. Zukunft macht der Max, aber das, also einfach nur diese Szenarios. Die Frage ist halt, ob solche Szenarios jemals überhaupt stattfinden könnten. Probably die Wahrscheinlichkeit, dass es halt stattfinden wird, ist halt gering. Aber allein dieses Imagining, dieses sich vorstellen von solchen Szenarios ist halt just a little bit... Nur ein ganz kleines bisschen gruselig. Und gut, dass du Werbung hier drin hast. Ganz ehrlich, dafür, dass die immer gelb geschaltet werden, sehr gut. You get your buck. You get your freaking buck. Mein Sohn, es gibt eine Sache, die du nicht über mich weißt. In der digitalen Welt bin ich ein rothaariges Anime-Mädchen. Nein, Vater, das kann nicht stimmen. Nein, die Anime-Welt ist in Gefahr. Du musst das Unmögliche tun und selber zum Anime-Mädchen werden. Ich bin dir einen Schritt voraus. Ich bin dir ein freaking Schritt voraus. I am way ahead of you. I am an Anime-Girl already. I am ahead of you. Ha! Funny, nice, perfect. Oh, das war die falsche. Ich muss gar nicht mehr werden, aber Honkai Star Rail? Ich will, glaube ich, nicht mit Honkai Star Rail anfangen. Weil das Problem ist, ich hatte so eine richtige Hyperfixation auf Genshin ganz am Anfang meiner Streaming-Karriere. Und ich habe Angst. Ich habe so Angst. Oh mein Gott. Nochmal so eine Hyperfixation. Mein Sohn, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Wird dir helfen. Du wirst mich niemals besiegen können. Das ist vermutlich keine gute Idee. Du lernst dazu, aber du bist noch nicht bereit. Du bist nicht bereit? Es gibt nur eine Möglichkeit. Alexa, lad das neue Honkai Star Rail Update runter. Ich spüre es. Dank dem neuen großen Update fühle ich die Macht in mir aufsteigen. Und durch den neuen Charakter Kafka bin ich mächtiger als je zuvor. I see. Noch ein paar Level und du wirst zur ultimativen Waifu. Ich habe dich bereits erwartet, Kafka. Oder soll ich lieber sagen, Sohnemann? Wenn du das Update bam, runterlädst, bam, gibt bam. Es kein Zurück mehr. You can never go back. Tarambe. Drück auf den Link in der Videobeschreibung. Werde selber zum Anime-Mädchen und hol dir mit meinem Code 50 mehr Ingame-Währung. Werbung Ende. Und das ist, warum wir hier... beispielsweise Dinge wie Twitch auch leben, weil du hast halt einmal in der Stunde so ein paar nur ganz kurz Werbung. Also je nachdem, wie man es einstellt, aber meistens nur mal so kurz Werbung. Und dann geht schon das Video weiter. Nice. Cute Date-Idee. Wir treffen uns auf dem Mars und essen einen schlechten Schokoriegelwitz einfügen. Naja, also...
Wow, der hat lange gedauert zu registrieren in meinem Kopf. Naja, also ein paar Jahre dauert das noch, aber wenn es soweit ist, dann lasst uns Elon persönlich vorschicken, falls nämlich wirklich Aliens dort leben. Dann repräsentiert Elon unsere ganze Menschheit. Haha, lol, imagine. Haha, SpaceX hört sich fast an wie... Michael Jackson aus der... Was? Das ist eine große Zahl. Okay. Mein Brain ist durch. Ich habe keine Ahnung, was hier alles passiert. Elon Musk bislang größtes Werk ist die Firma SpaceX. Eine Firma, die irgendwann dafür sorgen soll, das Leben auf dem Mars und anderen Planeten zugänglich zu machen. Bereits in den nächsten 50 Jahren werden schon die ersten Leute kommerziell für ein bisschen Geld auf den Mars fliegen können. Würde man jedes Mal eine neue Rakete bauen, damit Leute auf den Mars fliegen können, wäre das deutlich zu teuer. Also versucht man, die Raketen wiederverwendbar zu machen, nachdem sie bereits einmal gestartet sind. Sie müssen, nachdem sie abgekapselt wurden, wieder sicher auf dem Boden landen. Ohne zu explodieren. Und so versuchte man über die Jahre, zahlreiche Raketen zu bauen, die genau das schaffen sollten. Oh, und wie man es versuchte. Es ist so schön, Geld in die Luft fliegen zu sehen. Geld verbrennen ist amazing. Ja. 2015 wurde dann das erste Mal eine Rakete gestartet und daraufhin wieder erfolgreich gelandet. Oh, damn. Soweit, so gut. Und 2 Jahre später und einige Fehlschläge mehr, startete man dann die Falcon Heavy. Eine Rakete, die auch die Kapazität hat, rein theoretisch bis zum Mars zu fliegen und dabei eine Masse an Menschen inklusive Ausrüstung und genügend Treibstoff dorthin zu befördern. Unterm Strich wird heute Geschichte geschrieben oder sagen wir so, soll zumindest in wenigen Minuten Geschichte geschrieben werden. Und anstatt echten Menschen nahm man sicherheitshalber ein hypothetisches Gewicht. Und zwar einen Dummy, der in einem Tesla sitzt. Sollte das also klappen, wäre der erste Stein gelegt für den kommerziellen Raumfahrt zum Mars. Fliegt das auch in die Luft, das wäre funny. Geht es auch in Flammen auf? Ich möchte gerne Flammen sehen. Ich hoffe, dass keine Person drin ist. Also wenn keine Person drin ist, würde ich gerne Flammen sehen, bitte. Also mehr als das da, so ein Kaboom-Flammen und nur das. Also der Elon Musk macht hier Geschichte, das muss man wirklich sagen. Und so fliegt der sogenannte Starman die nächsten 100 Jahre Richtung Mars. Im Weltall nichts außer purer Stille. Auf einer Platine die Aufschrift, hergestellt auf der Erde, vom Menschen. An diesem Tag wurde nach der Mondlandung 1969 der wichtigste Meilenstein für das Leben auf anderen Planeten gesetzt. Das erste Mal hatte man das Gefühl, dass das Ziel gar nicht mehr so weit entfernt ist. Ja, das Ziel ist noch sehr, sehr weit entfernt, weil einfach die Strecke zum Mars halt auch so ewig dauert, so rein zeittechnisch. Doch gleichzeitig ist es wirklich schwer, sich auszumalen, dass das der gleiche Mann ist, der ausgelutschte Dogecoin-Memes auf Twitter postet. Ja, das ist halt auch so diese Zweischneidigkeit zwischen dieser Typ auf Twitter ist der gleiche Typ, der halt einfach so freaking smart ist und der all das hier tut und der ist der gleiche Typ, der so freaking smart ist und dann macht er sowas. Es ist so weird. Red Leader, we're under attack. Wir werden es also sehr wahrscheinlich bald zum Mars schaffen. Ein Flug zum Mars dauert gerade mal 6 Monate. Dort einmal gelandet ist es ziemlich kalt, also wirklich sehr, sehr kalt. Man müsste also eine belebbare Kuppel erschaffen oder den Mars an beiden Polen mit thermonuklearen Bomben bewerfen. Durch die dadurch freigesetzte Energie würde sich der Planet erwärmen und es wäre ziemlich aushaltbar auf dem Mars. Drop thermonuclear weapons over the poles. You're a super villain. That's what a super villain does.
Aber die Bäume spawnen leider nicht so einfach wie in Minecraft, dass man einfach nur den Seedling hat, dann ein paar Mal mit Bone Meal drauf macht und dann macht's plopp. Das ist leider nicht die Realität, leider. Kannst nicht einfach ein Loch in die Oberfläche des Mars schießen. Danach wird man Essen auf dem Planeten anbauen müssen, um irgendwie dafür zu sorgen, dass das Leben auf dem Mars nachhaltig möglich ist. Mit nachhaltig hatte unsere Menschheit es noch nie. Also nachhaltig konnte unsere Menschheit leider noch nie. Also da. Das sehe ich irgendwie nicht kommen. Man. Tage auf dem Mars sind 40 Minuten länger. Die Deutschen können also dort noch mehr arbeiten als auf der Erde. Und auch hier könnte man sich vielleicht einige Fragen stellen. Wer hindert Nestle daran, innerhalb der ersten fucking 5 Sekunden jegliches Wasser auf dem Mars für sich zu beanspruchen? Bitte kein McDonald's auf dem Mars bauen. Oh mein Gott, ich kann es kaum erwarten. Was mit den Gesetzen auf dem Mars? Elon Musk schlägt Demokratie vor. Gewisse Personen werden das verstehen. Ja, Demokratie wäre halt schon Poggies. Also ich würde halt schon sagen, Demokratie wäre Poggies. Aber ich glaube, es gäbe wirklich so ein paar Leute, die sich dann so denken, boah, Demokratie braucht man nicht unbedingt. Wahrscheinlich nicht so feiern. Und wem zum Fick gehört eigentlich der Mars? Die USA hat sich jetzt schon zum Besitzer des gesamten Weltalls ernannt. Okay, cool, Bruder. Falls es nach dem Prinzip, wer zuerst kommt, mal zuerst geht, sehe ich morgen schon die Briten, Franzosen und Spanier, wie sie durch den Weltraum fliegen, um den Mars zu kolonialisieren. Was, wenn wir uns alle irren und der Mars doch eigentlich flach ist? Was, wenn wir auf dem Mars landen und auf einmal die Doom-Musik anfängt zu spielen? Where are the aliens? Maybe they're among us. Kriege auf dem Mars? Ich kann's kaum abwarten. Ja, gerne können wir uns morgen treffen, um das Low-Gravity-Fußballspiel zwischen Bayern und Mars zu gucken. Einerseits sind das alles Fragen, mit denen man sich irgendwann in den nächsten Jahren auseinandersetzen muss. Andererseits dürfen wir... Ich weiß aber nicht, ob das noch zu meiner Lebzeit passieren wird. Oder wahrscheinlich nur, wenn ich alt und grau bin, so 80, 90 Jahre. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das passieren wird, wenn ich noch lebe. Also irgendwie ist mir das suspekt. Irgendwie ist mir das sehr, 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 sehr suspekt alles. Nee, das glaube ich nicht. Nein. Wir niemals vergessen, dass das hier der Mann ist, der uns alle zum Mars bringen möchte. Ich glaube, du hättest da ein paar Twitter-Sachen noch einblenden müssen vor dem No. Denn jetzt kommt Twitter. Ich hasse meine Eltern und Spaß, diese dummen... ich bin... effing 14 und die heulen rum, wenn ich effing... mitten im Leben. Ja, das klingt wie ein average Twitter-User. Elon Musk ist schon seit Jahren großer Fan von Twitter und bereichert das Internet schon etwas länger mit seinen Tweets. Berliner Wurst hat am meisten Curry. Der Tesla-Aktienpreis ist zu hoch, meiner Meinung nach. Got a new tweet from Elon Musk. Den Stock now down almost 7%. Dude, ich habe gerade 10.000 wegen dir verloren. Was zum Fick ist falsch mit dir? Und dann kaufte er im Jahr 2022 nach einigen Verhandlungen die Social-Media-Plattform für 44 Milliarden Dollar. The bird is freed, twittert Elon Musk in der Nacht. Oh shit! What? Elon Musk just bought Twitter. In Höhe von 44 Milliarden Riesenflussschildkröten. Die Kernidee war dadurch mehr Meinungsfreiheit auf der Plattform. Nee, ich glaube, der hatte von Anfang an vor, diese Plattform kaputt zu machen. Das ist meine Meinung. Ich glaube, dass er von Anfang an vorhatte, alles kaputt zu machen. I'm really sure about that. Doch ab hier ging das Abenteuer erst richtig los. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Am Tag 1. Elon Musk läuft in den Twitter-Hauptsitz mit einem Waschbecken und der Aufschrift: Lass das Waschbecken rein. Oh, warte, der Witz funktioniert nur auf Englisch. Let that sink in. I am so. Hey, immerhin hat er Puns. Puns sind amazing. Puns sind richtig amazing. Did you know that you have rights? Er merkte, dass Twitter allein durch die größtenteils nutzlosen Mitarbeiter jeden Tag 4 Millionen Dollar verlor. Wait, what?
Nein, no way. Und kündigte daraufhin 75% der Twitter-Angestellten, welche bis zu dem Tag tatsächlich nicht sehr viel zur Plattform beigetragen haben. So how do you run the company with only 20% of the staff? Turns out you don't need all that many people to run Twitter. Welcome to a day in my life as a Twitter employee. Honestly, took a moment to just soak everything in. What a blessing. So made some espresso. Also found this really cool meditation room that I thought was super neat. I mean, das ist halt, also an sich ist das cool, weil glückliche Mitarbeiter sind normalerweise produktiver. Ich dachte so, funktioniert das im Silicon Valley? Look how delicious this food looks. Oh. It's not even that delicious. Sag mal, wer muss denn um diese Uhrzeit und Jahreszeit Feuerwerk zünden die ganze Zeit? Oh my goodness, I was so overwhelmed. Had some red wine on tap. Die Idee, um produktive Mitarbeiter zu feuern, war gut, die Umsetzung eher weniger. Denn andere ich glaube, er hat wahrscheinlich hauptsächlich einfach alle random gefeuert und nicht nur die unproduktiven. Gestellte mussten daraufhin die mangelnden Mitarbeiter kompensieren, übernachten, so schlafen oder tonnenweise Überschichten einlegen. Daraufhin führte Elon Musk ein neues Verifikationssystem ein. Twitter Blue. Das jeder konnte da sich damit wollen. Den blauen Verifizierthaken erkaufen. Twitter war zu der Zeit finanziell auf einem absteigenden Ast und durch dieses neue Feature sollte ein neuer Geldfluss ermöglicht werden. Und vor diesem Feature war... Aber bis jetzt habe ich es noch nicht gekauft. Ich habe Angst, was passiert, weil er immer mehr und mehr nur für Twitter Blue User macht. Und ich habe Angst, dass im Endeffekt Twitter in so einem, beziehungsweise X am Ende, dann nur noch so eine Plattform wird, für die du zahlen musst. Und momentan ist wirklich noch keine gute Alternative in Sicht. Ich weiß, es gibt Alternativen, aber die sind momentan alle irgendwie noch nicht so wirklich gut. Verifiziert zu sein, ein Statussymbol. Man war jemand Besonderes. Man hatte die Twitter Street Credibility. Yo. Und Elon Musk wollte durch das Verteilen der blauen Haken das niedrigere Volk ermächtigen. Für ganze 8 Dollar konnte man sich ab sofort durch das neue Twitter Blue Feature einfach so einen blauen Haken erkaufen, um der ganzen Plattform zu zeigen, dass man verifiziert ist. Es gab nur ein Problem. Wie will man den echten Account einer Person oder einer Firma mit einem Fake-Account, der einen blauen Haken gekauft hat, auseinanderhalten? Ja, genau, das ist das Problem. Also ja, es gibt das Ad-Ding, aber Leute schauen manchmal nicht so genau drauf. Richtig, gar nicht. Begonnen, der Angriff der Klonkrieger hat. Oh boy. Trolle waren bereit wie noch nie und wie sie bereit waren. Was darauf folgte, war einer der einflussreichsten Trollwellen des Internets und sie waren erbarmungslos. Mhm. Ein zweiter Tesla hat soeben das World Trade Center getroffen. Oh Gott, das ist nicht gut für die Firma. Wir haben gerade die Regierung von Brasilien gestürzt. Okay, wir sollten das Feature vielleicht jetzt... Wir klauen euer Wasser und verkaufen es euch wieder. Cola ist... I mean, that's true. Besser. Hey, nein, Pepsi Max ist besser. Wir haben ein paar Aliens getötet. Ich bin gestorben. Auf tragische Weise. For Nintendo simply tweeted a picture of Mario. You are not my friends anymore. Der Tesla-Bot hat gelernt, rassistisch zu sein. Yeah, you can fuck the Pokemon in the new one. Who wants Mr. Bean to eat their pussy tonight? I miss killing Iraqis. Oh, no! We will put cocaine back in Coca-Cola. Ja, das Problem ist halt, viele Leute besitzen halt nicht die Geduld, auch einfach dann zu denken. Oh, no. Guck mal, hier steht actual Coca-Cola. Ja, ja, das ist sicherlich eindeutig Coca-Cola, eindeutig. Hat Coca-Cola überhaupt einen Bindestrich? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Coca-Cola keinen Bindestrich hatte. Hat er Coca-Cola einen Bindestrich? Ich habe keine Ahnung. Put cocaine back in Coca-Cola. Nice. Ein verifizierter Twitter-Account. I am over here stroking my dick. I got lotion on my dick right now. We're adding sex to Roblox. Verified as Jesus Christ. Ich wollte sagen, das müsst ihr wahrscheinlich gar nicht mehr, weil Cyber gibt und wird es auch, glaube ich, immer noch geben. Christ. Es scheint, als hätte ich mehr als 12 Anhänger. Leute, die sich nicht klar als Parodie-Account angeben, werden suspendiert. Ich liebe es, morgens aufzustehen und meinen eigenen Urin zu trinken. Das ist nicht lustig, Leute. Ich esse Kacke zum Frühstück. Ich bin Elon Musk. Das ist keine Parodie. I make the rockets. Who could have seen this coming? Wir finden es okay, wenn ihr Punika aus dem Supermarkt klaut. Strafgesetzbuch.
Paragraph Nummer 104, wissen wir natürlich, ist uns aber egal. Punika Abenteuerdrink. Naja, Punika existiert hier sowieso leider nicht mehr. Und dann gibt es noch den Tweet von Eli Lilly and Company, eine Insulinfirma, die seit Jahrzehnten Insulin verkauft. Der Durchschnitts... Oh, das macht mir Angst. Der Preis von Insulin in Amerika liegt bei $98. Diese Firma verkauft Insulin für $275, während man gerade mal $10 für die Produktion braucht. Ja, das ist ich happy, hab ich Dollar, klatsch ich doll. Für ein Produkt, was zahlreiche Menschen täglich brauchen, um am Leben zu bleiben. I have to pay for this or I die in about 2 days. Und das ist das Traurige, dass allgemein dass Leute sterben müssen, weil sie sich nicht die Medikamente leisten können, ist einfach nicht etwas, was überhaupt jemals irgendwo auf der Welt passieren sollte. Aber es passiert leider jeden Tag ganz oft und es ist schrecklich. Es ist einfach schrecklich, dass wir Leute sterben lassen, basically. Und das an einer Krankheit, die wir mittlerweile so gut behandeln können, wie beispielsweise mein Kopf macht gerade Faxen, mein Kopf weiß gerade keine Wörter mehr. Mein Kopf hat sich gerade gedacht, oh, ich lösche jetzt alle Wörter bis auf Insulin, Blutzuckerkrankheit, Diabetes. Diabetes ist das Wort. Mein Kopf war gerade so Blutzuckerkrankheit ist was anderes. Blutzucker und Zucker. Blutzucker. Ja, das hat sich gerade mein Kopf gedacht. Diabetes. Wir reden hier über Diabetes. Und so entschloss sich ein Twitter-User dazu, einen Fake-Account der Firma zu erstellen und vor den Augen von ganz Twitter anzukündigen, dass Insulin ab heute umsonst sei. Das wäre... An account that appeared to be from the pharmaceutical company Eli Lilly announced that all insulin would now be free. Excited to announce insulin is free. Insulin is free now. Wasn't true, of course. Der echte Firmen-Account hat danach noch verzweifelt versucht, das Ganze klarzustellen, doch es war bereits zu spät. Das war ein verifizierter Account. Lügt ihr etwa? Kurz danach fiel der Aktienpreis der Firma um einige Prozent, was für zahlreiche unterhaltsame Tweets und Schlagzeilen sorgte. $8. Damn, I love the internet, dude. Was wiederum dafür sorgte, dass sich Leute durch die riesige Aufmerksamkeit auf diesen Tweet fragten, warum zum Fick Insulin überhaupt so viel kostet und warum zum Teufel Amerikaner Medikamente rationieren müssen, welche sie zum Leben brauchen. Why isn't life-sustaining insulin free? Or at the very least, much, much cheaper than it is now. Und so. Das haben wir schon früher gefragt, tatsächlich. Aber ich weiß nicht, ob das einfach eine Konversation ist, die nur ich mit Leuten hatte, weil ich sowas studiere. Ich habe keine Ahnung. Also das habe ich mich schon immer gefragt, warum es einfach. Das war ja auch nicht nur Insulin, es war doch auch dieses eine das eine AIDS-Medikament, was einfach so random angehoben wurde. Ich glaube auf $200 die Pille oder so? Like, what the hell? So wurde eine enorm große Aufmerksamkeit auf das amerikanische Insulinproblem gebracht und andere Insulinproduzenten mussten börsentechnisch eine ganz schön rote und eklige Woche verzeichnen, was wiederum in einem Milliardenschaden endete. I can't believe Wall Street fell for that. Der daraus resultierende politische Druck auf die Insulinfirmen sorgte dann einige Monate später dafür, dass der offizielle Insulinpreis von Eli Lilly and Company auf $35 pro Monat gesetzlich reduziert wurde. A medical game changer. Drug maker Eli Lilly is slashing the price of insulin for millions of Americans with diabetes at $35 a month. It will change a lot of people's lives. Dieser Tweet war wahrlich der großartigste Shitpost aller Zeiten. Es wäre so schön gewesen, wenn das wahr wäre. Aber sollten die Menschen, die kennen, der sie gerettet hat, so schön gewesen. Auch ein Mann, der etwas so Einfaches tut. Wie für $8 Twitter Blut zu kaufen. Man hatte die kommenden Tage auf Twitter das Gefühl, dass es mittlerweile um viel mehr ging als nur Trollen. Es wurde eher zu einem Spiel. Ein Spiel, in dem es darum ging, am meisten Schaden mit seinen Tweets anzurichten, um das neue Twitter unter Elon Musk Leitung noch weiter in den Ruin zu stürzen. Fake-Accounts von bekannten Politikern wurden erstellt, die teilweise sehr, sehr sauer darüber waren. Zu eurer Information, es geht ein Fake-Account von mir umher, der mich nachmacht und viral geht. Zu eurer Information, es geht ein Fake-Account von mir
der unheimlich nachmacht und viral geht. Echte Firmenaccounts, die daraufhin verzweifelt tweeteten, dass sie der echte Account sind, mussten sich daraufhin in den Kommentaren mit zahlreichen Trollen darum streiten, wer nun der echte von ihnen ist. Um Nachahmer zu bekämpfen, haben wir ein offiziell Label hinzugefügt. Nein, haben wir nicht. Ich habe euch beide gemeldet. Und zahlreiche Journalisten übernahmen schonungslos die Informationen von irgendwelchen Troll-Tweets auf Twitter. Schöner Artikel. Hervorragend recherchiert. Plötzlich tweeteten verifizierte Leute, die schon seit Jahren tot sind. George Washington folgt mir jetzt und er ist verifiziert. Und Twitter wurde zu der einzigen Plattform im Internet, auf der sich ein verifizierter Papst Franziskus-Account mit dem toten Martin Luther und Papst Johannes Paul I. auf einmal unterhielt. I like it. It makes me happy. This sparks joy in my heart. This GTFO, I'm in France popping bottles. This sparks joy. Daraufhin wurde dann verzweifelt ein neuer Verifiziertagen eingeführt für wirklich Verifizierte. Und die Leute, die sich für $8 einen blauen Haken kauften, für eine Plattform, die man komplett umsonst benutzen kann, bekamen nicht nur sehr viele böse Blicke von WinRAR und Wikipedia ab, sondern hatten die kommenden Monate auch eine sehr schwere Zeit auf Twitter vor sich. George spoke really good Spanish in my video. This motherfucker paid for Twitter. Verify account. Ich hab nicht für Twitter bezahlt. Ich hab bezahlt für freie Meinungsäußerung. This motherfucker paid for Twitter. Aber die sind tatsächlich weniger geworden mittlerweile. Mittlerweile sind diese Posts unter jemandem, der einen Verified-Checkmark hat, eindeutig weniger geworden. Die Leute mit blauem Haken fingen daraufhin verzweifelt an, ihre eigene Version von dem Meme zu posten. Doch waren sie damit offensichtlich in der Unterzahl. Eindeutig, natürlich. Hashtags BlockDeadBlueChecks und BlockTheBlue trendeten daraufhin in den Twitter-Trends, weil sich viele Leute dazu entschieden, alle mit blauem Haken nicht mehr auf ihrer Timeline haben zu wollen. Wie ich alle Twitter-Blue-Accounts. Ja, also ich verstehe halt, beispielsweise für Artists ist das halt tatsächlich wirklich wichtig. Das ist das Problem. Auf meiner Timeline blocke. Und so entstand innerhalb der ersten 2 Tage ein riesiger Online-Klassenkampf, live vor den Augen aller Menschen. Von den fast 7000 gefeuerten Mitarbeitern versammelten sich auch 2 Leute vor dem Twitter-Hauptsitzgebäude und gaben Interviews. What was your position here? Software engineer. How long have you been working here? 3 years. 2 Typen mit den Namen Daniel Johnson und Rahul Ligma. L-I-G-M-A. Yes, okay, ja, 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 ja. Willkommen zurück, Ligma und Johnson. Außerdem wurden ein paar Accounts, welche bis dahin in der Twitter-Hölle der verbannten Accounts schmorten, durch Elon Musk wiederbelebt. Mit dabei waren Persönlichkeiten wie der Psychologe Jordan Peterson. Dreh den Swag auf. Und die Satirezeit. Warum wurde er denn gesperrt, lol? Babylon B. Kanye West, der erstmal ein unschuldiges Shalom postete. Hey, good morning, Kanye. Shut the fuck up. Und kurze Zeit danach. Okay, ob das wirklich so eine gute Idee war, den wieder zurückzuholen? Fing den härtesten Antisemitismus sein. Ja, war nicht. War keine gute Idee. War absolut keine gute Idee. Was zum freaking Teufel ist das? Eines Lebens zu droppen. I'm gonna kill you and take your children away from you. I also love Nazis. Germans had a really cool leader at one time. Hitler. I love Hitler. Ich glaube, der ist auf irgendwas. Ich glaube, dem geht's nicht gut. Dem geht's absolut nicht mehr gut. Hitler. Weshalb er auch Zeit danach wieder von der Plattform gesperrt wurde. Das ist jetzt ein Subreddit für Taylor Swift. Es war eine gute Zeit, Leute. Andrew Tate, der entbannt wurde, daraufhin dann zum Twitter-Hauptsitz floh. Oh mein Gott, nein. Warum entbannt er? Also ganz ehrlich, warum entbannt er denn solche Leute? What the freaking hell? Sich es gibt andere Leute, die entbannt werden sollten. Musk bedankte und sich kurze Zeit danach vor den Augen der ganzen Welt in einen Hardcore-Twitter-Beef mit Greta Thunberg stürzte. Well, what color is your guy? Polizei beschlagnahmt Luxusautos. Yep. What color is your guy? Tja. Trump, der nach einer demokratischen Abstimmung, bei der einfach mal 15 Millionen Leute mitgemacht haben, entsperrt wird, sich danach dann aber doch wieder dazu entschied, auf seiner eigenen Plattform zu bleiben. Yo, Obama wanna hop on Minecraft right now. Warte, der hatte eine eigene Plattform, was? Now I got a few hours away from Melania. Generell wurden viele Leute, die einst gebannt waren, wieder auf Twitter zugelassen. Außerdem sind eine hohe Anzahl an... Ja, manchmal wurde man auch sehr random einfach auf Twitter gebannt. Das war ja das Problem. Und du hast halt nie was vom Twitter-Support gehört. Ich kenne ein paar Leute, die gebannt wurden und die haben einfach nichts gehört. So, der Account wurde einfach... Firma gebannt. Und hier sind die ganzen Bots, nice. Twitter-Bots und Spam-Accounts verschwunden.
Twitter konnte zuvor außerdem jegliche private Nachrichten völlig legal mitlesen. Auch die Chatverläufe von Politikern. Auch dies wurde geändert. The social media platform has been handing over private messages to government agencies. Für viele Leute war das dennoch so, wie als würde Spider-Man plötzlich nochmal kurz vor dem Endkampf sich mit all seinen Erzfeinden konfrontiert sehen. Einige Leute waren dementsprechend nicht sehr erfreut über Elons Rolle als CEO und die Rückkehr der verbannten Twitter-Accounts. Und deaktivierten daraufhin ihren eigenen Account. Beziehungsweise tweeteten darüber, dass sie ihren Account deaktivieren, um zu sehen, was Leute davon denken, wenn sie ihren Account deaktivieren. Die Anzahl der Twitter-User ist nämlich rasant gestiegen. Der Hashtag Kill Elon Musk und RIP Twitter landete in den Twitter-Trends. Die Leute waren sehr sauer. Okay, auch wenn er Schwachsinn gemacht hat, bitte niemals irgendwie fast zum Teufel. Ihr solltet keine Menschen töten, nein. Elon Musk, dass ich das sagen muss, what the hell? Successfully purchases Twitter, it could result in World War III and the destruction of our planet. Über die kommenden Monate wurden dann einige Features eingeführt. Der sogenannte Fact-Checker kann Leute, die einfach nur Missinformationen verbreiten wollen, komplett auseinandernehmen und den Thread mit einem richtigstellenden Kommentar ergänzen. Ich bin ein Alpha. Die Liberalen fürchten mich. Josh missrepräsentiert seine Identität. Hab eine kolumbianische Frau im Urlaub getroffen. Der User wird jetzt beschuldigt, die Frau umgebracht zu haben. Dann wurde ein Feature eingeführt, mit dem Twitter-Blue-Nutzer 8 GB Videos hochladen können. Und die nächsten Tage hatte man auf seiner Timeline das Gefühl, durch die Netflix-Bibliothek zu scrollen, weil Leute von Filmen wie Shrek der Dritte, Fast and the Furious oder dem Super Mario-Film, der einfach erst seit 2 Tagen draußen war, alles Mögliche an Filmen hochluden. L plus Ratio plus Full Iron Man Movie. Nintendo und andere Filmstudios hatten da natürlich absolut gar kein Problem mit. Danach konnte man als Twitter Blue Abonnent auch anstatt 280 Zeichen jetzt 4000 Zeichen benutzen, nur um dann noch öfter den Satz halbe Bibel, ganze Hurensohn in seinen Kommentaren zu lesen. Später kam dann das Go Outside and Touch Grass Update, bei der man nur noch eine bestimmte Anzahl an Tweets pro Tag lesen konnte, damit Twitter-User endlich mal wieder mehr rausgehen. Häufigkeitsslam mit überschritten. Das war zur Dokumi-Zeit. Und heute. Das war zur Dokumi-Zeit. Da hatte ich tatsächlich auch Probleme. Ich konnte so. Mein Limit war so schnell überschritten. Ich nutze viel zu viel Twitter. Viel zu viel. Heute ist die Plattform in keiner schlechten Verfassung und hat sich Monate nach dem Kauf von Elon Musk sehr interessant entwickelt. Twitter ist nicht gestorben, wie viele behauptet haben. Auch wenn man wirklich täglich das Gefühl bekommt, dass man auf einer sinkenden Titanic steht, die Stück für Stück mit Violinmusik untergeht. Endlich! Der momentane Plan von Elon Musk ist es, Twitter weiterhin in die sogenannte X-App, eine App für alles, zu verwandeln. Nachdem das Logo einfach mal über Nacht geändert wurde und zahlreiche Leute sich über den neuen Namen lustig machten, sind die Prozesse im Hintergrund weiterhin am Laufen. An Livestreams auf der Plattform wird bereits gearbeitet. Und andere Features sollen folgen, um in ein paar Jahren. Oh mein Gott, I'm so scared. Und dann alle anderen Social Media Plattformen verschlingen zu können. Die nächsten Monate werden auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und eine Sache hat man über die Jahre auf jeden Fall gemerkt: Elon Musk's Ruf hat sich deutlich verschlechtert. Damals war er unter all den Reichen. Dieser eine Milliardär, der einem ein bisschen das Gefühl gab, dass die superreichen Menschen der Erde am Ende des Tages auch nur Menschen sind. An einem Joint-Scene in Joe Rogans Podcast. Ein Meme-Review bei PewDiePie hosten. Geklaute Memes von Reddit auf Twitter posten. What? Oder der Meinung sein, dass die Erde innen drin leer ist und Donkey Kong darin lebt. Ein ganz normaler Mensch eben. Oder als Elon Musk als einzige Instanz mit Macht den Leuten auf Reddit bei der GameStop-Saga geholfen hat und sogar kurz dem Wall Street Bets Discord beigetreten ist. Dieser Mann ist kein Genie. Er ist eher ein Geschäftsmann. Ein Geschäftsmann mit wirklich sehr bedürftigem Humor, der ab und zu mal was auf Twitter-Shit postet. Elon, du hast eine Präsentation in 50 Minuten. Hör auf, Memes zu posten. Gleichzeitig hat er den Raumfahrt über die letzten Jahre weitergebracht, als es irgendein Mensch. Das ist das Ding! Dieser Typ ist so schlau und dann macht er so einen Müll. Und ich frag mich die ganze Zeit, was zum Teufel muss. Was zum Teufel geht die Hälfte des. Also die Hälfte der Zeit würde ich wahrscheinlich lieber.
verstehen, was in seinem Gehirn vorgeht, weil es viel zu kompliziert ist. Und die andere Hälfte der Zeit würde ich wahrscheinlich einfach nicht verstehen, was in seinem Gehirn vorgeht, weil er einfach so wild denkt und ich mir, what the hell? Jemals schaffen konnte. Auch wenn man sagen muss, dass viele seiner Versprechen und Visionen sich am Ende als leere Worte entpuppten, ist er im Kern immer noch darum bemüht, die Welt weiterzubringen. Und das ist deutlich besser, als auf irgendeiner Yacht zu sitzen und zu warten, bis die Welt untergeht. Auf alle Fälle, vielen, vielen Dank für das neue Video. Ich bin, mein Mind ist blown. Ich muss erstmal, glaube ich, alles verarbeiten, was ich gerade gehört und gesehen habe. Like, what the freaking hell was that? Oh mein Gott, was geht mit Elon Musk vor? Also, wie gesagt, auf der einen Seite verstehe ich, glaube ich, einfach die Hälfte der Zeit nicht, weil er zu kompliziert ist. Auf der anderen Seite, auf der Hälfte der Zeit nicht, weil sein Gehirn einfach, glaube ich, in sehr, sehr komischen Wegen funktioniert. Dankeschön für das Video. Schaut gerne auf alle Fälle noch das Original an, wenn ihr es noch nicht geschaut habt. Lasst gerne aber auch hier einen Kommentar, ein Like, ein Subscribe und vielleicht könnt ihr auch die Glocke drücken, wenn ihr Bock habt. Und wir sehen uns beim nächsten React. Bye-bye! Hm, es schmeckt nach Ananas. Hm, es schmeckt nach Ananas. Hm, es schmeckt nach Ananas und radioaktiv. Hm, es schmeckt nach Ananas. Hm, es schmeckt nach Ananas. Hm, es schmeckt nach Ananas und radioaktiv.